Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir gehen zu Hansi. Vielleicht hat der gesehen, was mit Anna passiert ist. Beziehungsweise, welcher Fluch sie getroffen hat. Naja, das werden wir mal erfahren, so wie sich... Ja, das liest. Ja gut, vielleicht sagt Hansi auch, nee, keine Ahnung. Und dann müssen sie ja schlagen. Ist mir beides recht. Es ist dir beides egal. Ja. Würde ich mal... Ja, du hast jetzt keine innige Beziehung zu Anna. Ja, Hauptsache das Monster ist beseitigt. Mehr kümmert uns nicht. Ah, das ist aber sehr... Ja, nicht bei Wünsch dir was. Natürlich retten wir die Leute immer, wenn es geht, aber... Nicht, wenn es mit Arbeit verbunden ist. Ja, also wenn wir es nicht wissen, dann wissen wir es nicht. Also wir werden jetzt... Hey, hey, hey. Oh nein! Ah, den hättest du halt echt töten können mit dem Ding. Er ist doch wieder da. Ja, das ist ein bisschen komisch zu zielen, ne? Ach ja. Ja, der ist gerochen, dass du ihn beschießt. Ist einfach so ein Stück Fleisch. Wir laufen einfach weiter. Oder so. Aber das Fleisch müssen wir eh essen. Na, wir müssen uns ja heilen. Ja, traurig, aber wahr. Lauf nicht ins Gift. Das hatte ich schon geahnt, dass da Feinde sind. Hansi aber wird belagert. Meditier doch einfach ein Stündchen. Das heilt uns hier nicht. Ja, aber die Schwalben sind aufgefüllt. Ja, aber dann... Ja, im Prinzip kannst du einfach das andere Fleisch noch ausrüsten. Richtig. Und wo ich Blitze sehe, sollten wir vielleicht von Blitze da hinten kämpfen. Ja, deswegen habe ich sie gerufen. Ach, du hast sie gerufen, das hatte ich nicht mitbekommen. Ich dachte, ich wäre auf einmal da gewesen. Und sowas geschieht nicht einfach. Oh! Weil ich nach ziemlich mächtig aussehen. So nach hinten so ein... Ja, komm her. Schritt. Oh, was? Ja, da hat sich nämlich das Wasserweib eingelockt, weswegen unser Schwert durch diesen Ertrunkenen durchgeglitten ist. Ja, so ist das. Es ist ein Zauberschwert. Das ist dazu gedacht, um Friendly Fire zu vermeiden. Halt. So, anschleichen. Anschleichen. Scheiße. Ich dachte, wir hätten noch Schild. Und das Schild jetzt ja? Nein. Doch. Doch. Ganz komisch war das. Ich glaube, wir haben es verbessert, deswegen haben wir es nicht. Ja, es fällt nämlich zwei Schirmkugeln aus. Vielleicht hat das erste nur, vielleicht hat die uns erwischt. Bevor das Schild gecastet war. Also, der Fluch unter dem Ding drunter durchgerollt. Ja. Kann sich jetzt einmal ein Lob aussprechen. Also, das ist dann eben halt... Sowas ist dann Skill, ja. Ja. Und wer dessen warten... auf die Gelegenheit anzugreifen, das kennt Skill, weißt du, da muss man, wenn dann, wie bei Super Smash Bros. So Kombos machen, das ist dann wieder Skill-basiert. Ja, es sind ja auch sehr ähnliche Spiele. Ja, aber das ist ja halt so ein Skill-basiertes Kampfsystem, so sieht das nämlich aus, wenn, da muss man nämlich auch mal was drücken. Ich einfach... Hansi! Hansi! Er ist nicht hier. Da stimmt was nicht. Ich muss mich umsehen. Vielleicht versteckt er sich. Oh, das Wasserweib hat ihn gefressen. Ja, das heißt doch nur noch mehr Feinde, die wir unterwegs begegnen müssen. Meditiere bis zum nächsten Morgen. Oder nimm der Dings eine... Was? Wir sind Katze. Gut geheilt. Ja, ich meine... Ja, ist ja noch hell genug. Ja. Frische Fußspuren. Hansi ist hier entlang gelaufen. Ist er vor etwas geflohen? Die sind ohne Hexer sind auch gar nicht zu erkennen, die Fußspuren.
Ja, das ist ja auch mehr Geruch als tatsächlicher Fußabdruck. Na, im Sumpf, da kann man ja aber mal Spuren hinterlassen. Der Hansi ist aber ziemlich klein. Und schmal. Da knurrt was. Ihr Wolf. Zumindest kein Wasserweib. Oh. Hansi, wach auf. Was? Wer? Oh, Hexer. Hast du mich erschreckt? Dachte schon, es wären diese abscheulichen Hexen. Hab welche bei deinem Unterschlupf getötet. Die Mumen haben sie geschickt, um mich zu bestrafen. Du hast die Mumen gegen dich aufgebracht? Wie das? Ich habe ihnen gesagt, sie sollen verschwinden, aber das mögen sie nicht. Warum hast du das gemacht? Ich wollte Oma helfen. Sie war so gut zu den Kindern. Ohne die Kleinen wäre es hier draußen so fad, sie wäre vor Langeweile gestorben. Ich habe die Mumen angefleht, ihr nichts zu tun, aber sie waren wütend, denn Oma hat die Kinder entkommen lassen. Ach, auch unsere Schuld. Naja, kann ja niemand ahnen. Dann hast du gesehen, was mit Oma geschehen ist? Oma hatte aus Versehen etwas Mohn und Asche vermischt. Ich half ihr beim Aussortieren. Hab von Natur aus kleine Hände, siehst du? Sowas ist ein Klacks für mich. Waren gerade dabei, die Samen aus der Asche zu holen. Da schrie Oma auf einmal auf. Das Zeichen auf ihrer Hand fing an zu leuchten. Sie rief, ich solle mich verstecken. Bin in eine Truhe gekrabbelt, hatte kaum Zeit, bevor die Mumen reingewackelt kamen. Die Weberin schnitt Oma eine Locke ab, zur Strafe, dass sie die Kinder entkommen ließ. Dann öffneten sie die Luke im Boden, stiegen runter, weit runter, leider nicht bis in die Hölle. Hast du einen Blick durch die Luke geworfen? Sehe ich etwas so dumm aus? Nein, aber neugierig schon. Meine Neugier hört dort auf, wo Dummheit anfängt. Wozu brauchte die Weberin Omas Haare? Irgendeine Idee? Die Mumen hören mit den Ohren anderer. Das Haar gibt ihnen Macht über deren Leben. Manchmal weben sie aus dem Haar seltsame Schnüre und manchmal nehmen sie es mit nach unten. Bist du in der Truhe geblieben, bis die Mumen fort waren? Ich hatte es vor. Sei still und rühr dich nicht, habe ich mir gesagt. Keinen Mucks, bis sie gehen. Aber dann fiel Oma zu Boden, fing an zu schreien und sich die Haare auszureißen. Ich wusste weder ein noch aus. Da bin ich rausgekommen, wollte ihr die Kräuter geben, die sie immer den Kindern gegeben hatte. Aber sie war nicht mehr sie selbst. Sie war ein Monster. Und? Hast du ihr die Kräuter gegeben? Ich hab's nicht geschafft. Die Mumen kamen zurück. Ich bin auf die Knie gefallen und hab sie angefleht, Oma zu verschonen. Da fing die Brauerin an. Böser Junge, oh du Böser, darfst nicht Nein sagen, wenn die Schwestern ein Ja hören wollen. Dann sagte die Flüsterin, lauf Junge, lauf, bevor deine Beine verfaulen. Sie lachten und ich rannte davon. Du solltest dich glücklich schätzen, dass du fliehen konntest. Mach ich ja. Aber ich bin die Herrinnen nicht lange los. Wenn mir mein Leben lieb ist, muss ich mich verstecken. Dann kann ich meine gemütliche Höhle vergessen. Da gucken sie zuerst nach mir. Geh am besten tiefer in den Sumpf, oder? Oh, das werde ich wohl müssen. Und was machst du? Da ist etwas in diesem Keller. Der Schlüssel zu Omas Schicksal. Da bin ich sicher. Wirst du ihr helfen? Wenn es noch nicht zu spät ist. Danke, Hansi. Und viel Glück. Gleichfalls. Und sollten dir irgendwelche Wasserhexen über den Weg laufen, versohl ihnen kräftig den Hintern. In meinem Namen. Leb wohl, Hexer. Leb wohl, Hansi. Ja. Jetzt noch tiefer im Sumpf lebt. Ob man ihn wiederfinden kann, wenn man das möchte? Ich nehme an, ja. Also würde mich wundern, wenn er jetzt total verschwunden ist. Mhm. Ist jetzt laufen oder bekämpfen? Wir fliehen. Na gut, er ist hartnäckig. Mhm. Jetzt haben wir Freund. Die hat er gesehen, jetzt geht er besser zurück. Ja, besser ist das für ihn. So, jetzt looten wir hier noch die restlichen zwei. Oh.
Hast du etwas erfahren? Wie ich's mir dachte. Die Mumen haben deine Mutter wahrscheinlich verflucht, haben mir eine Haarlocke genommen und sind damit in den Keller verschwunden. Die Kellertür ist versteckt. In dem Fall haben wir keine Zeit zu verlieren. Ja, alleine gehen wir nicht. Nein, das wäre verrückt. Nimm alle mit. Lass mich vorausgehen. Ich rufe, wenn ich was Interessantes gefunden habe. Na schön. Fangen wir an. Eine geheime Luke. Gut, die ist wahrscheinlich irgendwo unter dem Teppich so ganz Stereotyp. Oh, hier ist eine Kiste. Fell eines weißen Wolfes. Naja, warum nicht? Oh, da ist sie. Gefunden. Die ist aber nicht so geheim. Willst du schon mal eine Katze nehmen? Also nicht die Hexen am Licht unten. Nee, ich glaube nicht, wenn so ein ganz schummriges. Sie will nicht aufgehen. Das ist bestimmt die falsche. Das ist doch nicht die falsche, da steht E für Nutzen. Vielleicht fehlt noch was. Ja, aber was sollte fehlen? Und ein Schalter. Ja, davon hat Hansi ja nichts. Was? Man muss von hier rangehen. Ja, ganz logisch. Ja. Das hättest du auch wissen können. Ja. Ah, das sind Käfige für die Kinder, hä? Moment, wir checken, ob das Kind auch Größe hat. Das hat eindeutig Kindergröße. Naja, da muss ich ja selbst ein Sechsjähriger reinquetschen. Ja, so ist das halt. Die sollen sie nicht bequem haben. Ja, man muss sie aber auch noch da aufbewahren und ein bisschen füttern. Das kennt man doch. Wenn die sich zu sehr bewegen, dann werden die so zäh. Beim ewigen Feuer. So viele habe ich noch nie gesehen. Ziemlich geschmacklos. Was soll das sein? Symbole für ein Ritual der schwarzen Magie. Hexen leben Menschenhallen, verfluchte Puppen ein. So können sie die Seele der Person beeinflussen. Glaubst du, dass eine der Puppen Anna darstellt? Können wir sie befreien, wenn wir sie finden? Ich kenne nur den einen Weg, und der ist riskant. Die Gegenstände, die in die Puppen geflochten sind. Siehst du? Sie stehen für echte Menschen. Wir müssen die Puppe finden, die Anna symbolisiert, und sie herausholen. Du weißt scheinbar eine ganze Menge darüber. Aus alten Folianten über schwarze Magie. Zuerst haben wir alle verbrannt. Aber nun lesen wir sie besser immer zuerst. Und vergiftet eure Gedanken mit Magie und Aberglaube? Was hält der Hierarch davon? Hast du den Mann je getroffen? Nein. Ich auch nicht. Das Risiko besteht darin, dass wir nur einen Versuch haben, die richtige Puppe zu wählen, richtig? Ich will's nicht herausfordern. Ich kenne Anna nicht. Du weißt viel über sie. Die Wahl sollte dir leichter fallen. Na schön. Sehen wir uns die Puppen mal an. Ja. Ach, die mit der roten Perle ist das. Ah, die hatte so eine Perlenkette, ne? Richtig. Und das Menschenohr können wir ja zuordnen. Das gehört dem Typ hier, dem... Vielleicht nur das mit der Rose, da ist auch so ein Licht drüber, weißt du? Siehst du das? So ein Spotlight. Ja, aber... Na, wir fangen erstmal mit 4 an. An dieser hängt ein Menschenohr. Hat zweifellos einem der Bauern gehört. Anna hat noch beide Ohren. Sehen wir uns die anderen an. In diese sind Vogelfedern eingeflochten. Das könnte glatt Philippa sein. Philippa? Philippa Eilhardt? Wenn das stimmt, dann... Schon gut. Der Name ist mir nur so durch den Kopf gegangen. Philippa ist viel zu klug, um sich von den Mumen in die Falle locken zu lassen. Außerdem sind wir nicht wegen Philippa hier, sondern wegen Anna. Und mir fällt nicht ein, was Vogelfedern mit ihr zu tun haben sollten. Wohl nicht.
Aber was, wenn das eine Ablenkung ist und die Puppe eben doch Anna symbolisiert? Ja. Du hast recht, wir nehmen die. Kaum. Die Mumen haben doch keinen Grund, hier zu tricksen. Wir sollten uns die anderen ansehen. Oh, die Stockrose könnte es aber auch sein. Warum? Der Baron hat er doch erwähnt, dass... Ja stimmt, die haben so einen Garten, ne? Ja, dass er irgendeine Pflanze hat, die da besonders gefallen. Ja, richtig. Stimmt. Interessant. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du daran interessant? Das ist nicht irgendeine Blume, sondern eine violette Stockrose. Der Baron hat erwähnt, dass das Annas Lieblingsblume ist. Du meinst, das ist die Puppe? Kann durchaus sein, aber sicher bin ich nicht. Wir sollten uns die anderen ansehen. Die hier hat eine rote Perle. Anna trägt solche Perlen an einer Kette am Hals. Wie die Hälfte der Frauen zwischen Novigrad und Wengerberg. Das kann sie nicht sein. Muss das wirklich persönlichen Bezug zu der Person haben? Ja, ich... Die Kette ist ja auch intakt. Das stimmt. Also du kannst ja nicht einfach so eine Perle daraus das nehmen. Das ist richtig, und ja. Sie hat sie noch im Hals. Um den das, Hals. Das weiß ich nicht. Ja, das sieht man. Na schön. Ich sehe mir die anderen. Ja, aber wir nehmen ich weiß die mit nicht, ob der die intakt ist. Ich weiß nicht, ja, ob sie die anhat. Die hat sie an. Wir nehmen die drei. Das ist ja Wissen, was wir nur haben, wenn wir mit dem Baron gesprochen haben. Eine Puppe mit einer Blume? Was findest du da? Das ist nicht irgendeine. Ich bin sicher. Ich nehme sie. Schnell, nach draußen! Mutter, du bist wieder da. Alles wird gut. Dir wird es gut gehen. Tammy, ich sterbe. Ihr geht's schlecht. Ist wie im Delirium. Sie weiß nicht, was um sie herum geschieht. Du bist schwach. Musst dich ausruhen. Nein. Hör zu. Die Mumen. Ich sollte für immer ihr Monster sein. Du hast den Zauber gebrochen. Doch nun muss ich gehen. Wovon redet sie, Hexer? Die Mumen haben uns gelingt. Verdammte Mumen. Ja. Die Mumen haben uns betrogen. Ihr Fluch ist ein Todesurteil. Er lässt sich nicht aufheben, zumindest nicht so, dass Anna leben könnte. Wir haben ihren Fluch vorübergehend gebrochen, teilweise. Jetzt nimmt das Schicksal seinen Lauf. Was? Was soll das heißen? Sie stirbt. Es ist schön, euch zusammen zu sehen. Tut mir leid, Annie. Für alles. Es tut mir leid. Mutter! Tammy, erinnerst du dich der Tag an der Ina? Natürlich. Die süßen Pflaumen, dein blaues Kleid und du hast mir einen Blumenkranz geflochten. Wir haben den ganzen Tag gelacht. Bitte, behalte mich so in Erinnerung. Nein! Ich danke dir. Sie konnten sich wenigstens verabschieden. Dank dir. Ich hätte gerne mehr getan. Komm, mein Kind. Das ewige Feuer wird deinen Schmerz lindern. Lass mich in Ruhe. Deine Bezahlung wartet auf Krähenfels auf dich. Hol sie dir dort ab. Jetzt bin ich gespannt, wie großzügig er war. Was? Und die Mumen lassen wir am Leben? Der Schmerz wird vergehen. Ja, die Mumen sind ja überall und nirgendwo. Ich würde sehr gerne glauben.
Nimm dir einen Moment. Unfassbar. Aber dann müssen wir sie begraben. Und nach Nordigrad. Die sind ja jetzt nicht hier. Also gut. Ja, aber wir können sie ja jagen. Die sind ja irgendwo. Wir müssen ihr einen Moment Zeit geben, damit sie sich sammeln kann. Kein Fehler. Tatsächlich. Aber warum? Ich weiß nicht, vielleicht meditieren wir mal, bis es Tag ist. Nicht die dümmste Idee. Und dann werden wir schauen, wo es ist. Da ist es. Ah, es wird dort geschlafen. Ja. Ah. Natürlich. Ich meine, wie kann man denn das nicht wissen? Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir die richtige Puppe genommen haben und sie trotzdem stirbt. Ja, kann man nichts machen. Hey, das ist echt schon dramatisch. Passiert. Aber ordentlich Erfahrung gab es, sehe ich gerade. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir vorher hatten. Wahrscheinlich also wenig, weil so wir gerade richtig haben. So ein ganz kleines Stückchen nur. Ach, jetzt hängen wir nämlich immer in den Bäumen. Fürchterlich. Ja, ja. Ups. Ja. Schnell weg hier, irgendwie auch so offenes Savannengelände. Oder Grasgelände. Oh, wir wollten ja hier diesen einen Weg angucken. Der ist ja ganz schön weit weg. Da kommen wir irgendwann hin. Was? Nein, da kommen wir nicht irgendwann hin. Dann lass uns doch unsere... Ja, wir reiten zu Krienfels und dann benutzen wir das Wegkreuz. Aber die Belohnung nicht vergessen abzuholen. Ja, nicht, dass er hinreitet. Krienfels reiten wir. Naja. Und dann... Nicht, dass er dann da gleich an den Wegdings gehst und wir dann wieder woanders sind. Sondern wir müssen schon das Geld holen. Mhm. Oder die Schätze, die er uns sonst noch so gibt. Man weiß ja nicht, vielleicht gibt er uns ja irgendwie so die Kette seiner Frau, weißt du, irgendwie so als Schatz. Ja. Und er sagt hier, das ist viel wichtiger als Geld, das behalte ich lieber. Wir kriegen so 300 Kronen. Ah, ich glaube, er hat da schon ein bisschen mehr versprochen. Ich schätze jetzt einfach mal 1000. Also langsam muss mal Geld rankommen hier. Ich meine, im Moment geht's gerade, weil wir irgendwie... Weiß ich nicht, warum wir jetzt Geld haben ein bisschen, aber... Ja, weil wir sparen, konsequent. Ja, das stimmt, aber nach der Rüstung hatten wir irgendwie null. Konnten wir uns nicht mehr eine Zwiebel leisten. Naja. Und unser Schwert ist schon wieder kaputt, das ist... Ja. Das hält ja nichts, also... Das ist realistisch, das Nebenquest. In den Wald? Oh, die sieht aber nicht gesund aus. Ach, Dolores. Und wer ist weg? Ah, ihr Kind. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Sorge, für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Und was ist mit dir? Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist... kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Sie hat bestimmt gar kein Geld. Sie ist ja mit dem Jäger durchgebrannt.
hat deswegen auch nichts geerbt oder so. Ja, man nimmt deswegen ja auch sein Geld mit eigentlich, ne? Rückkehr in den Buckelsum. Das ist es aber nicht. Richtig. Hexeraufträge. Das Ding aus dem Sumpf. Wählen. Das ist nicht, ne? Nee, der Fall des Hauses. So, wo ist das? Ja, normalerweise nimmt man seine Spartes ja auch mit, wenn man irgendwo hingeht. Also. Ja gut, aber das zieht. Ihr Bruder hat das ja mitbekommen. Und er denkt sich wahrscheinlich hier nicht, dass dieser komische Bauerntyp da das Familienerbe kriegt. Nee, das war ja ihr Erspartes. Sie hat ja gesagt, dass sie die Erbstücke verkaufen kann, um Geld zu machen, aber sie hat eindeutig von ihrem Schatz ihr Erspartes gesprochen. Ja, das ist wahrscheinlich das bisschen, was sie sich dann da mit dem Jäger zusammengespart hat. Ah ja, genau deswegen sage ich ja, das hätte man ja mitnehmen. Genommen. Ach so, als die Monster kamen. Als sie weggegangen ist, das ist ja ihr Spartes. Ja, nee, verstehst du jetzt, was ich meine? Was? Ich meine, sie wurde dann mittellos quasi nicht verabschiedet von ihrem Bruder, wie sie gesagt hat. Ja, sie kann ja ihren Besitz mitnehmen. Dass sie mittellos ist und ihre Erbstücke nicht mitnehmen kann, meinetwegen. Sie ist so eine Frau. Ich weiß nicht, wie das hier ist an dem Universum, aber... Ja, ich glaube, Frauen dürfen hier Besitz haben. Beweg dich! Aber nicht, dass es der familiäre Besitz ist. Ach. Sie hat ihr Erspartes gesagt. Ja, wir können ja gucken, ihre Erbstücke. Es gibt Kronen. Hoffentlich. Oh, irgendwie jagen hier. Ja, das ist so Pferdepanik. Ja, ja. Aber ich habe sich keine Insekten im Haus eingenistet. Oh, hier haben wir einen besonderen Ort. Da ist ein kleiner Totenkopf dran. Ich weiß nicht, ob die immer da dran sind. Möglich. Drachen. Töterkrotte. Ja, auch da ist das Haus. Wir einfach nur über diesen Hügel kommen. Ne, einfacher gesagt als getan. Aber ich begegne uns kein Drache. Aber mit denen ja reden kann. Ein Drache hat sich in dem Haus eingenistet. So wird's sein. Ein kleiner Lindwurm. Oh, der hat da einen Totenkopf. Lauf schnell weg. Wir müssen ja nichts riskieren. Aus der Familie Rückkopf. Das muss das Herrenhaus sein, das die alte Frau meinte. So, gespeichert. Dann werden wir mal kurz gucken, was hier für Monster sind. Na, es scheint immer ganz schönes gut zu sein hier. Was? Fallen. Wer immer das aufgestellt hat, wusste genau, was er tut. Das Monsterfallen aufstellen ist mir neu. Hier muss jemand sein. Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Ich wette, das ist ein Trick. Ich wette, ja, hier lebt wahrscheinlich irgendjemand, der so tut, als ob das hier... ja. Oder es ist ein intelligentes Monster. Ja, möglicherweise. Wir werden es herausfinden. Zumindest eine nichtmenschliche oder menschliche Person, Haustier. Auf jeden Fall vernunftbegabt. Oder intelligent. Und ja, und so, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ganz genau. Bis dahin.